Hallo, schön dich hier wiederzusehen. Du bist jetzt beim zweiten Video des Mathematik macht Freude, Freunde Videolernzyklus zur Symmetrie angekommen. In diesem Video geht es darum, dass du danach die wichtigsten Begriffe der Symmetrie anwenden kannst. So wirst du symmetrische Figuren erkennen und deren Symmetrie begründen. Anschließend wirst du es auch schaffen, deren Symmetrieachsen zu finden und einzuzeichnen. Wichtig ist, dass du bereits mit den wichtigsten Begriffen der Symmetrie vertraut bist. Teste nun dein Wissen in folgendem Quiz. Beantworte die Frage. Pausiere dafür das Video, lies die Frage und die Antworten in Ruhe durch. Anschließend werde ich dir die Lösung verraten. Beginne mit dieser ersten Frage. Super, eine Figur, die auf sich selbst abgebildet wird, nennen wir symmetrisch. Hier ist unsere zweite Frage. Die Linie, an der gespiegelt wird, nennen wir Symmetrie oder Spiegelachse. Hier ist die letzte Frage. Genau, zwei Figuren sind deckungsgleich, wenn sie sich gegenseitig vollständig abdecken. Falls du dir schwer getan hast, die korrekte Definition zu finden, schau dir am besten noch einmal das Intro-Video zur Symmetrie an. Jetzt bist du bereit für unsere erste Aufgabe. Symmetrieren möchte einen Ausflug in den Schnee machen und zieht fleißig warmes Gewand an. Nun fragt sie sich, welche ihrer Kleidungsstücke symmetrisch sind. Hilfe dabei, damit sie schneller in den Schnee kommt. Zuerst zieht sie ihre Haube an. Was vermutest du? Ist die Haube symmetrisch oder nicht? Ich denke, die Haube ist symmetrisch. Wenn wir die Symmetrieachse senkrecht durch die Mitte der Haubenspitze legen, sehen wir, dass zwei deckungsgleiche Hälften vorliegen. Es handelt sich somit um eine symmetrische bzw. achsensymmetrische Figur, die genau an der Spiegelachse gespiegelt wird. Als nächstes zieht Symmetria ihre Schuhe, die geordnet in ihrer Garderobe stehen, an. Sind diese symmetrisch? Ja, Symmetrias geordnetes Schuhpaar ist symmetrisch. Wenn wir eine senkrechte Spiegelachse legen, sehen wir, dass zwei deckungsgleiche Hälften vorliegen. Doch pass auf, was meinst du? Was wäre, wenn ihr Schuhpaar ungeordnet dasteht? Ist es dann symmetrisch? Ein ungeordnetes Schuhpaar ist nicht symmetrisch, da wir keine korrekte Symmetrieachse legen können und somit keine Deckungsgleichheit herrscht. Zuletzt fragt sich Symmetria, ob ihre Handschuhe, die durcheinander in ihrer Lade liegen, symmetrisch sind. Was meinst du? Nein, das Handschuhpaar, das durcheinander in ihrer Lade liegt, ist nicht symmetrisch. Wir können so keine passende Symmetrieachse finden. Symmetria legt ihre Handschuhe nun nebeneinander hin und fragt sich, ob sie nun symmetrisch da liegen. Was vermutest du? Auch so liegen Symmetrias Handschuhe nicht symmetrisch da. Zuletzt dreht sie ihren rechten Handschuh um und versucht so ein symmetrisch daliegendes Handschuhpaar zu erhalten. Liegen die Handschuhe jetzt symmetrisch da? Ja, endlich hat Symmetria es geschafft, ihr Handschuhpaar symmetrisch anzuordnen. Wenn wir eine senkrechte Symmetrieachse legen, sehen wir, dass zwei deckungsgleiche Hälften vorliegen. Als Symmetria nach einigen Stunden im Schnee wieder vor ihrem Haus ankommt, macht sie sich wieder einige Gedanken zur Symmetrie. Sie möchte ihr Haus auf Symmetrie untersuchen und braucht dabei deine Hilfe. Entscheide, ob jedes einzelne Fenster der rechten Hausseite für sich symmetrisch ist, ob das vom Baum versteckte Fenster
auf der linken Seite symmetrisch ist, ob es sich bei der Haustür um eine symmetrische Figur handelt, ob Symmetrias Kranz symmetrisch ist und ob der vom Schnee bedeckte Dachgiebel symmetrisch ist. Sieh dir dafür das folgende Bild genau an. Entscheide, welche dieser Gegenstände symmetrisch sind und welche nicht. Versuche, korrekte Symmetrieachsen gegebenenfalls zu finden. Pausiere dafür das Video. Ja, jedes einzelne Fenster der rechten Hausseite ist für sich symmetrisch, da eine senkrechte Symmetrieachse durch die Mitte jedes einzelnen Fensters gelegt werden kann und somit Deckungsgleichheit herrscht. Auch das vom Baum versteckte Fenster auf der linken Hausseite ist symmetrisch, denn wenn wir direkt vor das Fenster treten und so keinen Baum mehr vor uns haben, sehen wir, dass dieses Fenster so aussieht wie das vorhin von uns untersuchte Fenster der rechten Hausseite. Die Haustür ist dagegen nicht symmetrisch, da das Schlüsselloch nur auf einer der beiden Türseiten ist und somit keine Deckungsgleichheit herrscht. Bei Symmetrias Kranz müssen wir etwas genauer hinschauen. Wenn wir ihn genauer betrachten, sehen wir, dass keine zwei deckungsgleichen Hälften vorliegen, da zum Beispiel auf der linken Seite drei rote Beeren und auf der rechten Seite nur zwei rote Beeren vorzufinden sind. Kommen wir nun zum letzten Gegenstand. Der vom Schnee bedeckte Dachgiebel ist symmetrisch. Wenn wir uns nämlich den Schnee, der nur im Winter auf dem Dachgiebel liegt, wegdenken, finden wir zwei deckungsgleiche Hälften vor und die Symmetrieachse kann senkrecht durch die Mitte des Dachgiebels gelegt werden. Puh, Symmetria ist ganz erschöpft nach einem solchen spannenden und lehrreichen Schneetag. Du auch? Du bist nun bereit für Symmetrias letztes Abenteuer, das dich im nächsten Video erwartet. Dort wirst du Buchstaben, Ziffern, Zahlen und Wörter auf Symmetrie untersuchen und lernen, wie man selbst symmetrische Figuren konstruiert. Ich freue mich auf ein Wiedersehen.